So, wir verlassen Bleik im Regen. Uns zieht's nach Süden. Aber ehrlich, die Prognose sieht auch nicht sonderlich viel besser aus. Lassen wir uns überraschen, was auf uns zukommt. Und wie immer werdet ihr davon erfahren. Nachdem wir uns eingerichtet und unsere tierischen Nachbarn begrüßt haben, fahren wir nach Sortland. Der Hafen zieht uns magisch an. Natürlich, wenn man am Fjord ist. Dann sehen wir die Havila Castor. Sie kann bis zu 4 Stunden mit Batterieladung fahren. Ansonsten fährt sie mit Gas. Damit ist sie für die Zukunft gerüstet, denn Norwegen verschärft stets die Umweltschutzbedingungen. Sie bedient die klassischen Hurtigroutenstrecken zwischen Bergen und Kirkenes. Direkt neben dem Hafen entdecken wir diesen alten Friedhof. Und ein Stück weiter werden alle Besucher aufgefordert, dem Umweltgedanken zu folgen. Viel mehr hat Sortland nicht zu bieten. Wir trollen uns zu unserem Zuhause auf einer Achse. Ihr seht, es regnet. Mal wieder. Eigentlich hatten wir für heute geplant, die Inselgruppe der Westerholm mit dem Motorrad zu erkunden. Aber ihr werdet sicher verstehen, dass das heute nicht auf dem Programm steht. Also haben wir uns ins Auto gesetzt. Wir haben nämlich auch keine Lust, den ganzen Tag wieder auf dem Campingplatz zu verbringen, im Wohnwagen zu hocken und Schlangen zu schießen. Wir fahren jetzt mal auf die Insel Langøya und was uns da begegnet, was wir da entdecken können, wir werden es sehen, wir werden berichten. Ab und zu legen wir einen Stopp ein, damit ich einige Bilder für euch einfangen kann. So kommen wir in den Hafen von Mør. Hier scheint eine große Fischereiflotte zu liegen. Aber auch Sportboote sind zu sehen. Was hier bimmelt, ist mein Radarwarner. Der weiß noch nicht, dass hier nicht mehr 50 ist, sondern 60. Übrigens, heute ist Sommeranfang. Heute ist Midsommer. Es ist nicht sonderlich sommerlich, weil wir haben nur 8 Grad. Dementsprechend ist natürlich auch der Regen kalt. Und wir helfen auch keine Bamsemums mehr weiter. Unterwegs sehen wir uns attraktive Campingplätze an. Vielleicht als Ziel für zukünftige Reisen. Ab und zu klart es mal ein bisschen auf. Die Nebel werden dichter, die Sonne lässt sich ein bisschen blicken.
Das ist so ein Wetter, wie sich viele Norwegen vorstellen. Und diese Vorstellung wird dieses Jahr bisher auch ziemlich gerecht. Aber wir wissen, dass Norwegen auch anders kann. Wir fahren jetzt mal in einen anderen Teil der Insel. Da wird es zwar mit Sicherheit nicht weniger regnen, aber wir wollen uns das auch noch ansehen. Wir fahren in Richtung Bø. Aber da werden wir schnell ausgebremst. Die Schranke ist geschlossen. Wir müssen warten. Auch der Lkw-Fahrer schließt die Schranke hinter sich. Auf den haben wir gewartet. Langsam, ganz langsam fahren wir hinter dem Leitfahrzeug her. Kilometer weit, weil im Tunnel gearbeitet wird. Ja, und dann ist ein Licht am Ende des Tunnels. Aber das Wetter ist wirklich nicht besser. Weil in Norwegen sagt man oft, fahr durch einen Tunnel und du hast auf der anderen Seite ein anderes Wetter. Heute leider nicht. So Leute, die Sonne hat uns wieder. Endlich ist dieser graue Regentag von gestern, ja nicht vergessen, aber vorbei. Wir fahren nach Sylten. Wir fahren zu dem Traum vieler Nordlandreisender. Wir fahren auf die Lofoten. Diese wunderschöne Inselgruppe mit wirklich feinen Highlights werden wir euch vorstellen. Wir verlassen Sortland und steuern Richtung Süden. Entlang des Meeres geht unsere Fahrt. Jetzt fahren wir auf die E10. Hier beginnt eine der 18 norwegischen nationalen Landschaftsrouten. Sie führt über die Lofotgruppe bis runter nach Å. Å, das A mit dem Kreis oben drauf, ist der letzte Buchstabe des norwegischen Alphabets. Und A ist auch der letzte Ort der Lofotgruppe. Die alten Norweger meinten, A sei auch das Ende der Welt, weil nach A war nur noch Wasser zu sehen. Und irgendwann kommen wir auch in Lyngvær an. Lyngvær finden wir ca. 20 Kilometer südlich der Lofoten-Hauptstadt Svolvær. Ich gehe mal für euch über den Campingplatz. Schwarzer Sand am Spielplatz freut besonders die Mamas.
Hört ihr es? Wie der Wind am Wohnwagen zerrt. Da hatten wir doch gestern schönstes Wetter, als wir gekommen sind. Und ganz schnell hat es sich aber danach zugezogen. Heute Nacht war es heftig stürmisch. Es hat geschüttet ohne Ende. Ich habe heute Morgen erstmal Einzelteile rundum zusammengesucht. Und danach hatten wir schönstes Wetter. Unsere Tischdecke und auch die Fußmatte hat es verweht. Auch das Salatbuffet hat es umgeworfen. Und den Abwassertank muss ich bergen. Ihr merkt, wie die Kamera arbeitet. Wir waren eben in Zwolle einkaufen. Und auf dem Rückweg hat der Wind wieder heftig zugelegt. Ich spiele euch mal ein paar Bilder dazu ein, wie die Gischt spritzt. Wir unternehmen einen Spaziergang. Wir wollen Verwandtschaft besuchen. Leider ist niemand daheim. Seltsam. Das zum Mittsommer. Was wird da wohl sein? Nun, ich werde es hier nicht erfahren. Nachmittags fahren wir in das nahe Henningsvær. Dieser Ort zog in Norwegen bekannte Maler wie Gunnar Berg, Otto Siedling und viele andere an. Sie kamen wegen des besonderen Lichts hierher. Darüber brauchen wir uns heute keine Gedanken zu machen. Einheitsgrau. Aber gut zum Fotografieren, weil es ja keine harten Schatten gibt. Henningsvær ist ein aktives Fischerdorf auf den Lofoten. Über mehrere kleine Inseln verteilt es sich im Westfjord. Die natürlichen Bedingungen ließen den Ort zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Lofotfischerei werden. Dadurch kam es im 19. Jahrhundert zum großen Aufschwung. Auch heute noch ist die Fischerei der größte Arbeitgeber, gefolgt vom Tourismus. Was wird dieser alte Baum wohl alles erzählen können? Und wie viele haben an seine Wurzeln gepinkelt? Henningsvær breitet sich im Großen und Ganzen über die beiden kleinen Inseln Heimøy und Hellandsøy aus. Als 1769 die erste Volkszählung in Norwegen stattfand, hatte der Ort gerade einmal 4 ständige Bewohner. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zählte Henningsvær bereits zu einem der wichtigsten Fischereidörfer der Lofoten. Die Jahreszeiten prägen das Leben in Norwegen, je nördlicher man kommt. Die Unterschiede sind groß und der Kontrast zwischen Mitternachtssonne im Sommer und der dunklen Zeit im Winter beeindruckt viele. So auch uns. Viele Dorsche sind schon getrocknet und abgenommen. Für uns hat man noch einige hängen lassen. Weil heute so ein trister Tag ist, habe ich noch einige Farbtupfer für dich aufgenommen. Natürlich auch für uns.
Kabelrock ist Midsommermarkt. Aber da sind wir schnell durch. Na, habt ihr sie auch so vermisst wie wir? Endlich Mopedwetter, kein Regen mehr und auch eine Landschaft, die zum Motorradfahren animiert. In Schweden war ja alles so flach und kurvenlos. Einfach kein Motorradland. Wir fahren gleich als allererstes nochmal nach Henningswehr und ich versuche dann mal die Drohne in die Luft zu bringen, auch wenn es sehr windig hier ist. Da drüben kann es anders sein. Dann fahren wir zu einem Aussichtspunkt mit einem super Panorama. Ich kann es euch versprechen. Und dann werden wir eine Insel umrunden. Und was da alles geschieht, später mehr. Wir fahren um die Insel aus Lagöa. Unterwegs begegnet uns eine Gruppe Oldtimer. Ist doch immer wieder herrlich anzuschauen. Und ab und zu legen wir eine Rast ein, um uns zu stärken und die wundervolle Landschaft zu genießen.
Wir kommen zurück nach Svolvær. Über der Stadt thront die Geiter, die Svolværgeis. Der markante Berg misst 150 Meter. Hinauf führt eine steile Treppe. Sie wurde von Nepalesen errichtet. Ein neuer Tag, eine neue Motorradtour. Das gute Wetter müssen wir doch endlich ausnutzen. Heute wollen wir gleich zwei Inseln der Lofotgruppe umrunden. Es sind die Inseln Grímsøya und Vestvágøya. Bei Grímsøysand treffen wir auf den gleichen. Ein bisschen Karibik-Feeling. Fehlt nur noch ein kühler Drink in der Hand. Übrigens, diesen Streckenabschnitt nennt man Midnattssolveien. Mitternachtssonnenstraße. Weiter geht's. Wenige Kilometer weiter finden wir einen kleinen Campingplatz mit Saunafass am Strand. Durch die Scheiben kannst du raussehen. Rein aber nur, wenn du ganz nah an die Scheibe kommst. Das muss doch einfach toll sein, nach dem Saunagang ins kalte Meer zu springen. Wir cruisen auf die Insel Vestvágøya und entdecken einen schönen Campingplatz bei Falberg. Was man aus einer guten Idee und einigen Steinblöcken doch zaubern kann.
irgendwie heimelig. Wir touren weiter nach Leknes. Hier gibt es einen Kaffee und lecker Kuchen. Zurück nehmen wir die E10, den Lofoten Highway. Wir zählen Blümchen und sehen in der Ferne einen Turm. Also dahin. Er entpuppt sich als Kirchturm. Leider geschlossen. Das Wikingerzentrum heben wir uns für den nächsten Lofotenbesuch auf. Und als wir schon fast wieder am Campingplatz sind, fällt uns ein Schild auf. Ansehen! Ein überdimensionierter Spiegel setzt uns in die Landschaft ein. Schöne Selfie-Idee. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.